Komm und lass mich raus! Hauen hier die krassen Beats raus? Ist es etwa das Chicken McNuggets? Ja, du bist beautiful. Your tail is beautiful, ja. Ja, oh ja. Sus. Wenn die wüsste, was wir später noch mit ihr machen werden. Moin. Ich habe die Schnauze voll. Was soll ich sagen? Lange ist es her, dass wir Five Nights at Freddy's Security Breach auf diesem Kanal gespielt haben. Aber wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wurden alle meine Videos gelöscht. Und deswegen müssen wir das Ganze jetzt nochmal spielen. Auch will ich diese Gelegenheit nutzen, um den Kanal ein bisschen in eine andere Richtung zu bewegen und die Videos ein bisschen besser zu editieren. Wenn euch dieser neue Stil von Videos gefällt, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Es wird mich sehr, sehr freuen und sehr krass unterstützen. Und aktiviert auch gerne die Glocke, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Okay, Leute, ich weiß, was ihr jetzt sagen werdet und ich weiß es selber, wir waren lange nicht mehr in dieser Ansicht und ich hätte auch nicht gedacht, dass wir in dieser Ansicht irgendwann nochmal landen werden. Allerdings spielen wir noch einmal Security Breach, weil, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, mein ganzer Kanal gecleared wurde von allen sämtlichen Videos. Und wenn ihr wissen wollt, was es damit alles auf sich hat, dann guckt gerne in meinem ersten Video hinein, was ich vor kurzem hochgeladen habe. Da erkläre ich alles, wie es jetzt weitergehen wird. Und ja, ich würde sagen, wir spielen jetzt Security Breach. Einfach immer wieder geil, diese Anfangsszene. Ich muss es einfach sagen, ich finde diese Anfangsszene ist wirklich einer der coolsten Momente von diesem Spiel. Und wir wachen auf im Safe Mode. Oh, hi Freddy. Lange nicht gesehen, Bro. Ja, shut up, man. Down where? I still do not see you. Okay, listen, we're sleeping, so I opened the stomach hatch and climbed inside. My stomach hatch? Mein WC? Exiten mal, Freddy, wir gehen mal raus. There. Also entweder haben die das Spiel krass optimiert oder ich habe lowe Settings. I'm Gregory. Aber eigentlich nicht. She cut you off. She cut you off. Who is looking for you? Your mama, oh my. Look out the window. That is the security. She can help. No. Wo denn? Ah, moin. Ich habe die Schnauze voll. Isn't there some other way for you to communicate besides talking so loudly? Speaking of, halt dein Maul. Nee. Ja, Freddy Fastwatch. Fällt mir das jetzt gerade erst auf, dass ich da auch noch drin war gerade? Also, ja, na klar. Also, ja, natürlich. Ich kann mich natürlich auch auf die Größe einer Ameise komprimieren, falls ihr das nicht wusstet. Ja, okay. Das weiß ich. Wo könnte der Button nur sein? Leute, also wenn ihr irgendeine Ahnung habt, wo der Button ist, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil ich kann ihn einfach nicht finden, Leute. Ich würde jetzt auch das Video an der Stelle beenden, weil ich kann den Button nicht finden. Ja, okay. Also, okay, Free Freddy, release Freddy from his room. Ich habe gar keine Taschen. Ja, ist doch gut jetzt. Ja,
ich muss jetzt hier erstmal saven, Freddy. Lass mich mal kurz in Ruhe. Yes. Nice. So, dann gehen wir jetzt hier hoch. Gehen durch den Vent. Wir wenden es. Hast du den Imposter? It seems we have an imposter among us. Oh, Junge. Ja, du bist beautiful. Your tail is beautiful, ja. Oh, oh ja. Sus. Wenn die wüsste, was wir später noch mit ihr machen werden. Hauten hier die krassen Beats raus? Ist es etwa das Chicken McNugget? Ey, ich liebe diese Location, ne? Ich liebe den Pizzaplex. Der Pizzaplex ist einfach so geil, Alter. Guckt euch das einfach mal an. Digga. So eine geile Location. Hallo? Wait, what? Es gibt einen Trigger für den Sound. Nice. Moin, Roxy. Ohne Essen werde ich so Furie. Komm und lass mich raus. Ja, Leute, dann holen wir uns mal eben den Fotopass. Oder auch nicht. Wir müssen erst den Dialog triggern, oder was? Stupid door won't open. Convenience Counter. Ist ja sehr convenient. Gemiedis, danke. Kann ich hier eigentlich hinten schon überall rein? So, jetzt lass mal Freddy raus, ja? Warte mal, steht er jetzt schon an der Tür oder steht er noch hier? Aha. Gregory, wo bist du hin? So, ja, Freddy, ich mach schon. Meat Pretzel, Digga. Gibt's Meat Pretzels eigentlich in Real Life auch? Hello, little boy. Go cry about it, bitch. I told you she was after me. I will keep you safe. Freddy is out of power. Ja, das weiß ich. Das habe ich mittlerweile mitbekommen, okay? I'm terribly sorry. Kann ich da eigentlich mit rein? Kann ich mit dem da reingehen? Warte. Kann ich rein? Freddy? 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 Freddy, hast du mich gesoftlockt? Ist nicht dein Ernst, Mann. Hast was zu deiner Verteidigung zu sagen? Perfekt. Okay, wir versuchen das Ganze jetzt nochmal richtig zu machen, ohne Freddy komplett kaputt zu zerstören. Und versuchen auch mal hier eben zu saven. Ah, oh, sorry, Freddy, dass ich deinen Dialog abgebrochen habe. Ich gehe da jetzt nicht rein. Ciao, Freddy. Ich bin dann mal weg. Also, was ist das hier? Food Storage Messages. Food Storage, Attention Kitchen Staff. All food materials must be securely stored at closing. Chica has been profiting from the kitchen garbage. Perfekt, Digga. Da wissen wir ja, dass Chica ein ziemlicher Feinschmecker ist. Wo wir gerade von Chica sprechen. Hi! Maybe I can distract her with something. Warum hat Gregory eigentlich so eine eingebaute Missionskarte in seinen... Okay. Dann, ja, machen wir das mal, ne? Oh! Oh! Ich will nicht mehr. Notiz an mich, nicht sprinten, wenn dir das Spiel sagt, dass du sneaken sollst. Perfekt. Das, ist, perfekt gelaufen. Einfach perfekt. Okay, ja. Freddy, das probieren wir gleich nochmal. Maybe I could distract her or something. Wir machen das jetzt ordentlich. Grüß dich. Okay, ciao. Perfekt. You can't run forever. Das hab ich schon mitbekommen, Spiel. Oh, deine Stamina-Leiste ist nicht sehr subtil, ja. Falls du das wissen wolltest. Okay, alright. Alrighty. Save your spot? Ja, liebend gerne. Ich frage mich, ob diese Safe Stations eigentlich in-Universe sind oder ob die nur für das Spiel da sind. Weil sie sehen halt so aus, als ob sie wirklich hier sind. Und ich frage mich, wofür die da wären, wenn das wirklich hier so eine Location wäre. Einfach so eine Freddy Fazbear's Location. Oh, hi Monty. Ganz vergessen, dass du da bist. Du bist langsam, oder? Oh nein, bist du nicht. Oh nein, bist du nicht. Oh. Der hat angetäuscht. Der hat einen Antäuscher gemacht. Moin Chica. Oh mein fucking Gott. Oh. Nein. Bitte Spiel. Hör auf zu lecken. Oh. Oh. Ach du Shit, Bro. Oh. Ach wirklich? Hab ich das?
Monty. Kannst du mal aufhören, bitte? Ja, Freddy, du bist sehr promising, Alter. How am I gonna get out of here? Ja, ich sehe auch noch was anderes auf dem Security Desk, Alter. Die Gaming-Maus und Gaming und was auch immer das ist, Alter. Oh ja. Pizzaplex-Cameras? Die Kameras sehen immer noch super aus. Perfekt sehen die einfach aus. So wie man sich's wünscht. So, lass mich mal saven eben, weil, also, ich will das nicht nochmal machen. Hehehe. So wie den ganzen Anfang von uns, weil Freddy mich gesoftlockt hat. Was ist das? Wo ist Chica? Da ist Chica. Ich muss... Dort komme ich raus. Heißt, wenn Chica jetzt dort lang geht, kann ich vielleicht... Nicht da lang. Definitiv nicht dort lang. Okay, perfekt. Easy. Oh mein Gott. Okay, ach ja. Nein. Jetzt muss ich ja dieses Spiel spielen. Och nee. You missed your chance. Ich finde diese Location einfach so geil. Ich finde es so geil. I will have you find it. I promise. Okay, dann save ich mal eben meinen Spot wieder, weil ich... ich will, nee. Muss ich nicht nochmal machen, ne? Moin, Herbert. Kuss, Digga. Complimentary Entry Pass. Alrighty. So, dann machen wir ja mal, machen wir mal das, ne? Mach mal auf. Das Chica in Customer Service. Heißt, ich muss oben in, ich muss da rein. Heißt, ich warte jetzt einfach bis, geiles Map-Design an der Stelle, by the way. Stell mal vor, das ist so gedacht und hier, du läufst hier einfach so lange oder stolperst du so, rutscht aus. Also der Boden ist, scheint mir auch ziemlich nass zu sein, so wie der reflektiert und so wie der dort drüben auch den Boden nass macht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass hier schon sämtliche Parkgäste mal eben einen Ausrutscher hatten. So, Chica geht jetzt nach dort drüben, heißt wir können hier safe nach oben gehen, ja. Ja, können wir. Okay, perfekt. Ich brauche deine Kameras nicht, Digga. Ich brauche sie nicht. Die bringen mir nichts. Oh, kannst du aufhören damit? Kannst du... Ich bin nicht hier. Chica hat mich safe gesehen, oder? No fucking way. Ah, hi. Ist die jetzt ernsthaft? Ist nicht dein Ernst. Ist die dämlich? Wo ist sie? Junge, was? Okay, wir gehen mal zur Upgrade-Maschine, ja? Tun wir das? Ich will kein Candy, Chica. Ich verzichte, okay? Ich verzichte. Das ist doch hier die... Ah ja. Ich glaube, es ist besser, wenn ich oben lang gehe. By the way, hat mich, glaube ich, dieser Staffbot hier oben noch nie bekommen, ja? Also, wollte ich nur mal gesagt haben, heute habe ich wirklich einen Lauf. Okay, wir warten, bis Chica runtergeht. Wir chillen jetzt einfach hier und warten, bis Chica runtergeht und dann... Gehen wir da einfach rüber. Ich, warum hat die so in meine... hier ist ja, besonders lustig. Oh mein. Wo fährt er lang? Da fährt er lang. Nimm deine Finger von mir. Okay, perfekt. Crisis avoided. So, dann gehe ich mal und hol mir diesen scheiß Dingens hier. Ich muss, will kurz saven, weil ich will diesen... Ich will diesen Progress einfach hier eben nicht verlieren, deswegen save ich hier jetzt einfach mal eben kurz wieder. Und wir schauen mal kurz auf die Security Cams, wo Chica ist. Chica ist dort oben. Heißt, ich kann rein theoretisch hier oben durch Glamrock Gifts wieder rübergehen. Muss jetzt nur an ihm vorbeikommen. Ich muss sagen, Chica ist wirklich von allen Animatronics die gruseligste. Die ist irgendwie eine der süßesten so. Aber die ist auch irgendwie einer der gruseligsten. So, Chica ist irgendwie... Deswegen benutzen die wahrscheinlich auch so oft. Weil die sich so dachten, yo, Character Writing hier einfach perfekt, Digga. Deswegen, benutzen wir die jetzt 2000 Mal im Spiel. Oh, nein. Oh, nein. Ja... Den mögen wir, den Daycare Attendant. Security Alert! Security Alert! Woo!
Können wir nicht einfach woanders hingehen? Hätten wir nicht einfach bei Freddy im Raum bleiben können? Ganz ehrlich, warum müssen wir das machen? Wir hätten einfach in Freddy seinem Raum warten können bis 6 Uhr und dann hätten wir das Ganze hier nicht machen müssen. Sonst ist ja die Story vom Spiel über den Haufen geworfen. Sonst macht ja alles keinen Sinn mehr. Dann kann man ja auch einfach nicht spielen, so. Okay. Ja, perfekt. Daycare. Hi. Ich save jetzt hier. Ich save jetzt hier aber sowas von. Okay. Leute, und das war's auch mit der ersten Folge von Five Nights at Freddy's Security Breach Revisited. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.